Deutschland trifft im Viertelfinale der Europameisterschaft auf Angstgegner Italien. Die italienische Mannschaft ist für einige Darmstädter der klare Favorit. Weil die bessere Mannschaft ist? Oh. Nein. Bist du dran? Genau, warum wird Deutschland gewinnen? Weil es die bessere Mannschaft ist. Weil wir jetzt dran sind. Wir sind völlig gegen Italien zu gewinnen. Das kenne ich. Diesmal kenne ich das euch. Aber nur einmal. Ich denke, dass es wirklich so sein wird, dass es ein sehr gutes Spiel werden wird, dass beide sehr offensiv spielen werden. Italien hat gestern gezeigt, dass sie sehr offensiv spielen können. Zwar auch hinten sehr gut stehen, wie Deutschland aber auch. Und es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden. Also ich finde, sie waren sehr stark bei dem letzten Spiel. Sie können es auf jeden Fall wieder so umsetzen. Italien ist, wie wir wissen, ein Angstgegner von uns. Aber ich glaube, das kriegen die Jungs hin. Ja gut, Italien ist halt eine Mannschaft, die sehr defensiv gut organisiert ist, schon seit jeher. Und das wird schon schwierig sein, hauptsächlich über die Flügel. Also in der Innenverteidigung geht da sehr wenig, weil die auch gut stehen da mit dem Cellini und so. Und dann haben sie auch, wie gesagt, den guten Torhüter. Das ist, hat jeder, also wenn einer zur Europameisterschaft geht, hat er gute Torhüter. Das ist ganz klar, das sieht man ja auch bei uns. Ne? Und, aber ich denke mal, über die Flügel, wie sie jetzt momentan besetzen, mit Raxler und auch Kimmich auf der rechten Seite, wenn er als Außenverteidiger kommt, sind sie also recht gut aufgestellt. Ich denke, dass Deutschland gewinnt. Einfach, weil wir dran sind. Weil wir jetzt seit, ich glaube, 8 Turnieren sieglos waren gegen Italien. Und weil ich auch denke, dass das italienische Team mehr Probleme damit hat, dass es etwas überaltert ist. Dass es 2 Spieler jetzt hat, auf die es verzichten muss, weil der eine zweite gelbe Karte bekommen hat. Einer ist, glaube ich, verletzt. Wir kommen getrennt. Wir kommen getrennt? Nein. So schlimm ist es auch wieder nicht. So schlimm ist auch nicht. Aber sagen wir so, irgendwann muss passieren, dass Deutschland auch gewinnt. Irgendwann, ja, ich bitte darum. Irgendwann muss das passieren. Oder?